Organisiert von der Bürgerinitiative Wilde Wasser Enstalbachklamm fand eine Flusswanderung der besonderen Art an der Enz statt. Diese Initiative setzt sich leidenschaftlich für den Erhalt der frei fließenden Enz und der wild tosenden Talbachklamm ein und kämpft gegen den möglichen Bau eines Wasserkraftwerkes in der Region. Solidarisch zeigte sich auch der Bürgermeister der Stadt Schladming, der auch zu diesem heiklen Thema Stellung bezog. Das Ziel ist, ein Signal zu setzen, dass die Enz in Schladming nicht verbaut werden soll. Und nicht nur die Enz, sondern auch der Talbach. Beide Flüsse sind für Schladming eine ganz wichtige, ein Landschaftsjuwel. Das ist wichtig für uns, das ist wichtig für unsere Gäste. Zu glauben, dass das irgendwas bringt jetzt für die Energiewende, das ist irgendwo nicht korrekt. Wir sind eine Tourismusregion und ganz klar, eine Tourismusregion lebt von intakten, schönen Naturlandschaften. Und wir können es nicht zulassen, dass uns diese Landschaften verbaut werden. Und das ist der Grund, warum es hier diese Bürgerinitiative gibt, die in der Öffentlichkeit sich stark macht für den Schutz von Enz und Talbach. Der Brisanz der gesamten Thematik zufolge auf den Plan gerufen, erklärte Umweltanwältin Magister Pöllinger ihre Sicht der Dinge. Die Enz ist deswegen was Besonderes, weil sie eben eine so lange unverbaute Strecke hat. Und das ist einfach heutzutage was ganz Außergewöhnliches, weil ja gerade Wasserkraft gerade in Österreich ein Thema ist, das eben sehr, sehr interessant ist für jeden, der erneuerbare Energie gewinnen will. Und deswegen ist es eben sehr verlockend, dass man sagt, ah, da haben wir so eine große Strecke und da tun wir jetzt auch ein Kraftwerk bauen. Aber gerade diese großen Strecken, weil sie so selten sind, sind immer was Besonderes und was Wichtiges. Da kann sich der Naturraum, die Lebewelt im Wasser und am Ufer noch ungehindert entwickeln. Und deswegen müssen wir auf sowas aufpassen und dürfen nicht sagen, okay, wir brauchen Energie und deswegen opfern wir alles. Die Wanderung startete für die Geher, Kajakfahrer und allen Interessierten in Schladming und führte durch idyllische Landschaften entlang des Flusses. Die Teilnehmer erfuhren unterwegs von Experten der mitwirkenden Vereine über die ökologischen Besonderheiten der Region und die Bedeutung des Naturschutzes. Die Enz und die Talbachklamm bieten Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und sind wichtige Bestandteile des lokalen Ökosystems. Unser Wunsch, und das geht aber schon in Richtung Forderung an die Politik, ist, diese Projekte zurückzuziehen, weil es wird ja Geld verschleudert, die Planung kostet was, wir müssen uns engagieren. Wir brauchen das klare Bekenntnis der Politik für den Schutz der Enz, dieser letzten freien Fließstrecke in Österreich, der zweitlängsten. Wir brauchen die Politik als klares Bekenntnis für Renaturierung hier an diesem Fluss, der so viel Potenzial hat, aber das passt einfach nicht zu Kraftwerken. Die Bürgerinitiative betont die Notwendigkeit, nachhaltige Alternativen zur Energiegewinnung zu suchen, um die natürlichen Ressourcen zu schützen und weitere Renaturierungen zu forcieren, denn ein Wasserkraftwerk würde diese empfindlichen Lebensräume gefährden und die Artenvielfalt beeinträchtigen. Das Wichtigste für uns ist den Fischbestand, was wir in der Enz jetzt haben, mit einer autochthonen Enzesche, welche nur hier in der Enz lebt, aufrechtzuerhalten und dieses Vermächtnis auch an unsere nächste Generation weitergeben zu können. Den Staubereich ist es so, wenn man jetzt die Enz zum Beispiel 6 Meter aufstaut, dann wird der Rückstaubereich also mindestens 1-2 Kilometer betragen, weil die Enz ja nicht mehr wie 6 Promille hat. Das heißt, auf 1000 Meter fällt sie 6 Meter ab. Und deswegen ist es so, dass einfach die Strecken dann eigentlich tot sind. Also der Fluss ist auch tot, also das ist auch für die Fischer schlecht. Und natürlich auch für den Freizeitsport, auch für die Rafter und den ganzen Tourismus. Eigentlich ist, würde ich sagen, eigentlich ist es ein Vollangriff auf den Tourismus, weil eine komplette Branche vor dem Ende steht. Anhand einer schlichten Wasserpegelmessung mittels einem Stock konnte man den Ernst der Lage gut erkennen, dennoch war die Flusswanderung ein voller Erfolg und sensibilisierte die Teilnehmer für die Bedeutung des Naturschutzes und die Bedrohungen durch den geplanten Kraftwerksbau.